There he is. Hey, how are things back home? Same as they ever were. All right. Listen, when are you going to come over to the house and have dinner? You know, Jeannie thinks I haven't invited you yet. All right. Listen, tell her as soon as things slow down for me. So probably in the off season, okay? All right, sounds like a plan. Now listen, you stay focused out there. Make your old ball coach proud. All right. Yes, sir, I will, okay? All right. Nach unser alter Coach. Guter Typ. You know, life's a funny thing. Whatever you say, boss. A couple of months ago, I never even heard of you. A few weeks ago, I was certain you were a one-and-done guy. You know, have your cup of coffee in the bigs and then disappear, never to be heard from again. And now? Now! Well, now I'm going to tell you that I was wrong not to draft you. And I was silly to offer you only a 10-day contract. And you know, I was mistaken to think you were only here to have a cup of coffee. So you saying what I think you're saying? Yeah, I'm saying we're offering you a guaranteed contract for the rest of the season. Heck yeah! Man, that's what I'm talking about right there! Thanks, you're not gonna regret this. I'm telling you, I'm gonna make this organization so proud. Good. Listen, you got this opportunity because you've been working your tail off out there. You know, you keep doing what you're doing and, you know, there's no limit to what you can achieve. You got it? Yes, sir, I do. Get out of here. Thanks again. Get out of here. Yes! Ja, eine Guarantee. Contract bekommen. Yes! Welcome to the film room, everybody. Coach wanted me to give you all a little breakdown on some of the key points of emphasis strategies we'll be using moving forward. As you know, the entire staff feels it's important to review the basics from time to time, giving everyone a better understanding of what coach is expecting when you're out on the floor. It's going to help the team win more games. Simple as that. Now let's get to it, gentlemen. Getting to the basket and playing physical on defense. So here we go. Now there are times when coach is going to want us to really focus on getting to the basket. We have some talented players on this team who are capable of getting to the rim just about any time because of their ball handling, speed, and ability to finish inside. When we run into a team that has weak perimeter defenders or is not very good at defending the rim, coach is going to want us to go strong to the hoop whenever possible. Now let's take a look at some game film showing how we can try and get to the rim for some easy baskets. Here we've got a nice dribble drive play. The ball handler takes his defender off the dribble and gets all the way to the basket for an easy bucket. When we go up against a team with poor on-ball defenders or a team that's not good at protecting the rim, we need to be able to take advantage. And on this next play, look how the ball handler sees a lane open up to the basket and quickly attacks before the defense can react. Easy score. If you've got a lane, attack. No hesitation. Keep these examples in mind when coach says he wants us to focus on getting to the basket. Okay, up next, playing physical. We got some very physical players who like to use their bodies against weaker, smaller teams. We should be looking to take advantage of those size and strength mismatches by wearing out our opponents over the course of the game. Now let's look at some film so you guys can see what playing physical on the defensive end looks like in action. Here we go. See the defender pressing up on the ball handler? He's not giving him any room to move. You need to be up tight on the ball. Make sure you put a body on them to slow him down. The more physical we play, the better our chances of winning become. On this next play, the defender is down low, bumping his man out of the paint and further from the basket. That's what we need to do when coach asks us to play physical. When they're on offense, we need to lean on them all the time and just keep wearing them down. Okay, that's going to do it for today. There's no excuse not to know what's expected of you when coach calls for either of these points of emphasis in a game. See you at practice. You got it, coach. Jo, alles klar. Gut zu wissen.
Wo sind deine Plaketten? Habe ich eine Trophäe bekommen. Wenn ich mal das mal kurz weggehen würde, danke. Wir haben eine Plakette erhalten. Yes! Du hast Zündkerze erhalten, weil du gezeigt hast, dass du auch als Scorer extrem effektiv bist, wenn du von der Bank kommst. Diese Plakette hilft dir, deinen Mitspieler zu beflügeln, wenn du nach Auszeiten oder nach deiner Einwechslung große Spielzüge spielst. Für diese Plakette gibt es keine Upgrades. Alles klar. Wir haben unsere erste Plakette. Yes! Baby! Aber ich mache jetzt auch gleich Schluss. Einige Minuten. Lass ich jetzt noch laufen, je nachdem, ob noch eine Cutscene kommt oder so. Hier. Rate mal, du hast gerade den allerersten Werbevertrag erhalten mit Dirty's Diner. Ich weiß, du liebst den Laden, also gern geschehen, der erste von vielen, mein Freund. Alles klar, ich habe gerade ein bisschen mehr bekommen. Hier, Agent One, ich versuche ständig, dir Sponsoren zu verschaffen. Wähle sie via Social Media oder Sponsorenverträge-Menü aus, um bezahlt zu werden. Mein Mann Chris hat es geschafft. Die Hornets verpflichten ihn bis zum Ende der Saisonmeisterschaft. Baby! Ich freue mich, mit den Rest der Saison hier in Charlotte zu spielen. Ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans und das ist erst der Anfang. Hornets sind anscheinend zufrieden mit Chris. Die haben heute bekannt gegeben, dass sie ihn für die restliche Saison unter Vertrag genommen haben. Ich war gestern noch dem Hornets-Spiel noch was in Dirty's Diner essen und was starrt mich von der Wand an. Riesiges Bild von Chris. Der Junge ist inzwischen überall. Jo. Ah, dann gucken wir mal. Sponsorenverträge gibt's da hier. Wo sind die hier? Social Media. Ist ja auch egal, ich kann ja schon mal verbessern. Ich will ja hier was verbessern. So, dann der Inside Scorer. So, das könnte ich noch machen. Für mich sind Jumpshooter, Inside Scorer und Athlete wichtig. Was kostet hier 667? Okay. Noch einen Spielmacher hochsetzen. Da haben wir eine gute Ballkontrolle von 75, von 76 jetzt. Wir haben jetzt nur noch 200 und dann setzen wir, glaube ich, einen Boost ein. Auf den Jumpshooter oder Inside Scorer. Ich würde sagen Inside Scorer. So. Haben wir ja auch noch. Hier war's. Was hatte ich da gesehen? Plaketten zeigen. Ja, hier. Ja, meine Zündkerze kommt von der Bank oder in Auszeit, um seine Mitspieler mit großen Spielzügen zu beflügeln. Ja, genau das brauchen wir. So. Kann man sich auch wieder hinsetzen? So, okay. Dann würde ich sagen, wo wir hier mit dabei sind, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich mal. Und zwar verabschiede ich mich mal mit einem recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ansonsten könnt ihr noch abonnieren und vielleicht noch einen Kommentar schreiben.
wenn ihr Lust habt. Ansonsten, ja, auf Wiedersehen, ciao. Hat mir Spaß gemacht, war mir eine Ehre, euch ihm zu dienen. Und dann bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich noch ein Dreier werfen. Babam. Ciao.